Holstein AV. Das ist ein Modell der Sonne. Es dreht sich dabei um eine ganz gewöhnliche Küchenlampe, die wir hier aufgehangen haben. Wir haben auch ein paar Sonnenflecke drauf gezeichnet, im richtigen Maßstab. Und das ist nun das Zentralgestirn unseres Planetensystems. Denn für das Thema hier wollte ich Ihnen einmal die Dimensionen des Planetensystems vorführen. Ich glaube, dass Sie das alles schon in Büchern gesehen haben. Da hat man in der Mitte einen kleinen Kreis oder eine kleine Kugel gezeichnet und dann sind die Planetenbahnen in Kreisen um diese Sonne herum gezeichnet. Und diese Bilder, wenn Sie sie schon einmal gesehen haben, darf ich Ihnen sagen, sind alle völlig falsch. Das liegt nur nicht daran, dass die Autoren etwa nicht gewusst hätten, wie die Dimensionen des Planetensystems beschaffen sind. Es liegt nur daran, das passt nicht auf eine Buchseite. Hier im Studio haben wir ein bisschen mehr Platz und wir wollen jetzt einmal maßstabsmäßig die anderen Planeten aufsuchen, wenn also das die Größe unserer Sonne ist. Und dann müssen wir ungefähr 4 Meter weit hinausgehen bis zu dieser Stelle hier und dort ist der erste Planet, der Merkur, dieses winzige kleine Perlchen. Es ist ungefähr 250 mal kleiner im Durchmesser als die Sonne, also ein winziges Kügelchen relativ zu der Größe unseres Zentralgestirns. Und dann müssen wir wiederum bis zu einer Entfernung von etwa 7 Metern hinausgehen und dann kommen wir zur Venus, zu dem Morgen- und Abendstern. Er ist ungefähr so groß wie unsere Erde, auch ziemlich klein, etwa 115 mal kleiner als die Sonne im Durchmesser. Und dann müssen wir zu einer Entfernung hinaus bis auf etwa 11 Meter, dann sind wir zu Hause. Das hier ist unsere Erde. Etwa genauso groß wie die Venus, ein bisschen größer, 109 mal kleiner als die Sonne im Durchmesser und dann 4-mal kleiner wieder als die Erde, hier unser kleiner Mond. Es ist also eine Art Doppelgestirn, das wir hier zu Hause haben. Und jetzt sehen Sie einmal diese Entfernung, ja, das ist noch nicht mal eine Spanne. Das ist die Entfernung zum Monde. Und nur bis dorthin sind wir bisher mit unseren bemannten Weltraumflügen vorgedrungen. Wir haben also den Weltraum, wenn Sie so wollen, gerade erst angekratzt. Mit diesen Dimensionen. Und dann unser Studio ist gerade groß genug, dass wir noch den nächsten Planeten erfassen können. In einer Entfernung, Modellentfernung von 19 Metern von der Sonne entfernt, das ist der Planet Mars. Wiederum 4-mal kleiner. Und nun fragen Sie mich, wo sind die anderen Planeten? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Ja, dazu hätten wir aus dem Studio herausgemusst. Denn der Pluto wäre in dieser Modellentfernung 300 Meter weit entfernt. Das wäre also weit drüben außerhalb des ganzen Studiogeländes. Das konnten wir natürlich nicht darstellen. Aber diese Dimensionen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, also diese knapp 10, 15, 20 Meter, relativ zu dieser kleinen Sonne, dieser kleinen Küchenlampe, die wir dazu benutzt haben, geben Ihnen aber einen Begriff für diese gewaltigen Entfernungen und für diese grotesken Dimensionsverhältnisse, die wir in unserem Planetensystem haben. Man macht sich davon selten eine Vorstellung. Nun, diese Dimensionsbetrachtung, die habe ich mit Absicht an die Spitze unserer Betrachtung hier gestellt, weil sie uns nämlich einen Begriff geben für die Aufgabe, die wir haben, wenn wir mit der Weltraumwissenschaft die Planeten erforschen wollen. Ich sagte eben, so weit sind wir bis zum Monde erst geflogen. Und viele Meter im Verhältnis dazu müssen wir zurücklegen, wenn wir zu den Planeten fliegen wollen. Das wird sich allerdings doch auch ereignen. Vielleicht bis zum Jahre 2000 werden wir mit einem bemannten Fluge den Planeten Mars besuchen. Nun haben wir allerdings die ersten Schritte schon getan.
Wir sind nämlich schon zu Venus geflogen. Russische und amerikanische Sonden haben die Venus erreicht und erforscht, sind auch auf ihr gelandet. Amerikanische Sonden sind bis zum Mars geflogen und haben ihn aus nächster Nähe fotografiert. Die Reisezeiten allerdings sind gewaltig. Zur Venus etwa 4 Monate und bis zum Mars 8 Monate. Und warum wir mit solchen langen Reisezeiten rechnen müssen, das liegt einfach in der Dynamik unseres Planetensystems. Das können wir sehr schön an dieser Grafik unmittelbar ablesen. Auf diesem Bild sehen wir das innere Sonnensystem, und zwar zunächst hier die Sonne. Das ist die Bahn des innersten Planeten, des Merkur. Und das ist die Venusbahn. Und die Venus umkreist die Sonne längs dieser Ellipse. Und wir wollen ja die Venus erreichen, und zwar von der Erdbahn ausgehend, die noch weiter draußen liegt. Und da müssen wir den Abschuss tätigen zu einem Zeitpunkt, in dem die Erde die Venus schon überholt hat, da die Erde sich ja langsamer um die Sonne dreht als die Venus. Und dann wird das Gerät abgeschossen und bewegt sich auf einer Bahn um die Sonne, die dann die Venusbahn schneidet. Und das dauert eben hier, wir können es lesen, vom 5. Januar, 6. Januar bis zum 16. Mai. In dieser Zeit hat die Venus fast die Hälfte der Bahn um die Sonne zurückgelegt und die Erde etwa ein Drittel. Und die Venus überholt die Erde dabei und das Schiff macht dann diesen Flug und an dieser Stelle treffen sich die beiden. Und dann sind wir nah genug aneinander, dass also Funksignale ohne weiteres empfangen werden können. Und das ist also das Grundprinzip, mit dem wir die Planeten erreichen können. Das heißt, wir müssen unsere Raumschiffe zwischendurch einfach selbst zu Planeten machen. Und sie bewegen sich dann längs Bahnen, die auch dann die entsprechende Zeit erfordern. Das hängt damit zusammen, dass wir die Raumschiffe ja auf dieser Bahn frei schweben lassen. Wir können sie nicht antreiben. Es ist also keineswegs so, dass man wie auf einer Schiene geradlinig vom einen Planeten zum anderen fahren könne oder wie mit einem Flugzeug hinüberfliegen könne. Man muss den Himmelsgesetzen folgen. Das wollen wir uns einmal ansehen. Also sagen wir mal, das hier sei die Sonne. Und wir wollen jetzt einmal von der Erde aus zum Jupiter fliegen. Und dann haben wir also hier die Erdbahn, vielleicht als erstes einmal einzuzeichnen. Und da draußen sei also die Jupiterbahn. Sehr weit draußen. Ich müsste es eigentlich noch weiter draußen zeichnen. Aber ich will es mal hier, weil das Papier nicht größer ist, in dieser Form zeigen. Und nehmen wir einmal an, der Jupiter befände sich also zur Startzeit an dieser Stelle. Und die Erde sitzt, sagen wir einmal, hier. Dann brauchen wir für einen Trip vom der Erde, also von der Erde bis zum Jupiter, brauchen wir etwa 2 Jahre. Und zwar wird das längs einer Bahn erfolgen, die so aussieht. Ich will sie mal hier so zeichnen, das ist dann so eine langgestreckte Ellipse, die ungefähr so aussieht. Und wir müssen für diese Strecke von der Erde bis zum Jupiter, müssen wir etwa 2 Jahre rechnen. Und in dieser Zeit muss der Jupiter sich da herüber bewegt haben. Man muss also ganz schön vorhalten, wie Sie sehen, damit man den Planeten wirklich erreicht. Und während dieser Zeit können wir auch den Motor nicht betreiben, dazu haben wir einfach nicht genügend Betriebsstoff. Und es hängt eben jetzt von der Anziehungskraft der Sonne ab, die ist ja vorgegeben, dass wir für eine solche Bahn mindestens diese Zeit von 2 Jahren brauchen werden, oft sogar noch viel länger. Nun gibt es allerdings einen ganz besonderen Trick, den man anwenden kann. Der sogenannte Gravity Assist, wie das im Amerikanischen heißt, das ist eine Überlegung, die man angestellt hat. Gravity Assist heißt auf Deutsch Schwerkraftunterstützung. Man kann nämlich Folgendes machen, man kann jetzt, sagen wir mal, 2 Planeten hintereinander besuchen und sich von dem ersten Planeten, sagen wir mal, von dem Jupiter anziehen lassen. Man bekommt dann eine Beschleunigung und kann sich von ihm umlenken lassen, sodass man den anderen Planeten erreicht, und zwar in einer sehr viel geringeren Zeit, als es normalerweise möglich wäre. Und es ist nun so, dass ja die äußeren Planeten sich sehr langsam um die Sonne bewegen. Der Jupiter benötigt 12 Jahre, um die Sonne einmal zu umkreisen. Der Saturn gar fast 30 Jahre. Der Uranus 84 Jahre. Neptun 165 Jahre. Und der Pluto über 200 Jahre. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass die Planeten nicht jedes Jahr gerade in der richtigen Position stehen. Da muss man schon ein bisschen warten, bis mal eine Situation eintritt in der Stellung der Planeten,
sodass wir dann vom einen uns zum anderen schießen lassen können durch diese Gravitationsunterstützungsmethode. Und diese hervorragenden Konstellationen, die sind ziemlich selten, die kommen ungefähr nur einmal alle 180 Jahre vor. Und der Zufall will es, dass gerade Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre unseres Jahrhunderts eine solche ideale Position besteht, dass man Flüge machen kann bis hinaus zum Uranus, zum Neptun und bis zum Pluto. Und deswegen hat man sich darauf eingerichtet, schon seit der Ende 60er Jahre hat man Pläne geschmiedet, um diese einmalige Situation auszunutzen, die sich erst wieder bietet im Jahre 2150. Und so lange wollen wir mit der Erforschung der Planeten ja nicht warten. Und um Ihnen diesen Trick zu zeigen, wie man mit dem Gravity Assist zu den großen Planeten hinausfliegen kann, dazu ein kurzer Filmstreifen. Hier haben wir das Planetensystem schematisch dargestellt. Wir starten von der Erde aus. Unser Raumschiff wird verlangsamt durch die Anziehungskraft der Sonne. Aber dann Jupiter beschleunigt es wieder durch seine Anziehung. Dasselbe passiert noch einmal mit Saturn. Und dann werden wir hinausgeschleudert bis zum Pluto. Eine zweite Reise, wieder von der Erde aus, das gleiche Prinzip. Wir werden langsam, wir werden durch Jupiter wiederum beschleunigt. Diesmal eine andere Bahn um Saturn herum, die uns dann hinauswirft bis zum Uranus und bis zum Neptun. Und diese große Planetentour, die also Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre möglich sein wird, die soll man sich wirklich nicht entgehen lassen. Es dauert dann, wie ich ja schon sagte, nochmal 180 Jahre, bis sich eine solche Gelegenheit wiederholt. Aber wir brauchen uns in anderer Hinsicht auch nicht zu sehr zu beeilen. Denn diese Tour wird trotz dieser günstigen Umstände immer noch ein gutes Dutzend Jahre brauchen. Sodass wir also mit den Ergebnissen erst rechnen können bis zum Jahre 2000. Und da sehen Sie einmal, dass wir mit den Naturgesetzen des Weltalls eben auch planen müssen. Da muss man Geduld haben, das kann man nicht übers Knie brechen. Eine solche Planetenfahrt, die zu den Grenzen unseres Sonnensystems führen soll, dazu braucht man eben Zeit, ein halbes Menschenleben. Aber wollen wir jetzt einmal über unsere Nachbarplaneten sprechen, die uns ja am nächsten liegen, nicht nur rein räumlich, sondern auch wirklich, weil sie der Erde an der Größe am nächsten kommen. Sie sind also am erdähnlichsten und da ist also die Venus und der Mars. Sprechen wir zunächst mal über den Mars. Wir haben ihn ja vorhin gesehen im Modell, ein kleines Kügelchen. Und von der Erde aus gesehen erscheint er im Fernrohr nur wie eine winzige kleine Scheibe. Hinzu kommt noch, dass wir ja den Mars von der Erde aus beobachten müssen, durch die Erdatmosphäre hindurch. Das heißt also, das Bild, das ist dauernd verwackelt. Es ist eine große Enttäuschung für viele, die zum ersten Mal durch ein astronomisches Fernrohr schauen und dann dieses winzige Scheibchen sehen. Es hält nicht still, weil die Luftunruhe es dauernd zum Wackeln bringt. Ich war kürzlich in Rom und habe in dem berühmten Brunnen von Trevi die Münzen gesehen. Und da ist mir eingefallen, das ist ein sehr guter Vergleich. Der Mars sieht nämlich tatsächlich aus wie eine Münze am Boden eines Brunnens. Und man kann ihn dort sehen. Ich will mal diese Münze so hineinfahren, dass Sie sie besser sehen können. Es wird allerdings nicht viel helfen. Und zwar deswegen, weil die Unruhe des Wassers, ich will noch mal hineinblasen, das Bild dauernd verwischt, sodass wir mit der Kamera selbst kaum erkennen können, ist nun wirklich der Zehner oben oder sind die Ähren oben. Und unter diesen erschwerten Umständen haben die Astronomen den Mars bisher nun erforschen müssen. Und es gelang ihnen, nur einige wenige Details auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten zu erkennen. So erscheint uns der Mars von der Erde aus gesehen im Fernrohr. Man hat Zeichnungen von ihm hergestellt, schon seit bald 100 Jahren, und man sieht darauf diese berühmten Marskanäle, die ganze Netze bilden. Das sind aber optische Täuschungen. Das Auge verbindet nur diese hellen und dunklen Stellen. Nahaufnahmen des Mars haben uns keine Kanäle gezeigt. Hier haben wir Marskarten mit Ausschnitten der Fotografien, die man gemacht hat, als die Instrumententräger hinüberflogen. Es sind also schon ganz erhebliche Teile der Marsoberfläche,
die wir mit diesen Mariner-Instrumententrägern aus der Nähe fotografiert haben. Und dabei ergab sich für uns Astronomen eine große Überraschung. Das sind einige Bilder und die Marsoberfläche sieht aus wie der Mond, übersät von Kratern. Das sind Bilder mit hervorragender Auflösung und es gibt Zehntausende solcher Krater auf dem Mars. Die größten von ihnen, die Sie hier sehen, haben Durchmesser bis zu 120 Kilometern. Mit dem also, was man über den Mars von der Erde aus erforschen konnte, damit kann man keine Bibliotheken füllen. Gewiss, wir haben einen gewissen Begriff über den Mars. Wir wissen Bescheid über seine Umlaufszeit um die Erde und wir wissen auch, dass er um seine eigene Achse rotiert und fast genauso lange wie die Erde, etwa 24 Stunden. Es gibt Landschaften auf ihm, die wir einigermaßen unterscheiden können. Und das Auffälligste, die Polkappen. Das heißt, jene weißen Stellen, die sich an den Polen bilden während der Winter des Mars. Wir wissen auch, dass er Jahreszeiten hat, genauso wie unsere Erde. Aber die Marsforschung begann erst so richtig, als wir ihm mit den Mitteln der Weltraumfahrt auf den Leib rückten. Die Landung auf dem Mars erfolgt in der gleichen Weise wie eine Landung auf dem Mond. Wir fliegen also an mit unserem Instrumententräger und umkreisen zunächst einmal den Planeten. Dann erfolgt der Abstieg aus dieser Kreisbahn herunter auf den Planeten. Und dann schließlich müssen wir die Instrumententräger wieder zurückbringen. Genauso wie bei der Erforschung des Mondes startet man wieder, geht in die Kreisbahn und dann geht es Richtung Erde nach Hause. Und jetzt kommen wir zu Venus. Sie ist ja eine echte Schwester der Erde. Sie ist nur 4% kleiner. Und natürlich, sie steht der Sonne etwas näher als die Erde. Und aus diesem Grunde hat man auf ihr immer schon ein tropisches Klima vermutet. Man glaubte, dass dort gewaltige Urwälder vorherrschen, dass dort Saurier auf ihr leben, also dass sie eine zweite Erde sei, allerdings so wie die Erde früher gewesen ist. Nun, dass die Venus sehr viel heißer sein muss als die Erde, das ergibt sich auch schon aus der Tatsache, dass sie, wie man von der Erde aus festgestellt hat, sehr viel mehr Kohlensäure, also Kohlendioxid, in ihrer Atmosphäre besitzt. Und dieses Gas hat eine besondere Eigenschaft. Es hält nämlich die Wärme zurück. Das ist wie bei einem Treibhaus. Also beim Treibhaus, da sind ja Gläser, Scheiben. Das Sonnenlicht kann ungehindert eintreten. Es verwandelt sich dann in Wärmestrahlung, diese Energie, und dann kann sie nicht mehr heraus, weil die Gläser für diese Strahlung undurchlässig sind. Und das ist der Grund, weshalb es in einem Treibhaus so warm ist. Und ein Kohlendioxid in einer Atmosphäre, das ist eben der Grund, weshalb dann große Hitze auf einem Planeten herrscht. Und bei der Venus muss das wohl so sein. Man hat bisher geglaubt, dass vielleicht dort Temperaturen bis zu 100 Grad oder vielleicht sogar darüber sein könnten. Aber dann haben amerikanische Instrumententräger zum ersten Mal festgestellt, dass die Venus in der Tat Temperaturen bis zu 400 Grad hat. Und die Russen haben dann ein großartiges Programm durchgeführt mit ihren Venussonden. Da haben sie die herübergeschickt zur Venus und mit einem ganz raffinierten Programm haben sie dann mit einem Fallschirm einen Körper abgesetzt, der von der Venusoberfläche aus dann bis herunter auf den Boden abgesenkt wurde, und zwar mit Hilfe eines großen Fallschirms. Und dann allerdings ist die Verbindung abgebrochen. Aus dem einfachen Grunde, weil es zu heiß wurde. Die Oberflächentemperatur der Venus beträgt ja, wie ich sagte, bis über 400 Grad. Und denken Sie einmal, was passiert, wenn Sie Ihren Radioapparat in einen Backofen schieben. Dann versagt der auch. Wir wissen also nicht, ob dieses großartige Gerät wirklich auf dem Venusboden angekommen ist. Aber wie dem auch sei, die Venusoberfläche ist bestimmt keine belebte Gegend, sondern es ist eine Wüste. Eine Sandwüste, durchtobt von gewaltigen Stürmen, in denen diese Sandstürme vulkanische Formen zu bizarren Gestalten zernagen. Es sieht also sehr schlecht aus, meine Damen und Herren, mit unserer Schwesterwelt, mit der Venus, wenn wir daran denken, dass sie vielleicht Leben zu tragen hätte. Das ist wohl nicht möglich. Und wir haben vorhin auch gesehen, dass der Mars auch sehr unwirtlich ist. Es ist überhaupt so,
das in unserem ganzen Planetensystem vermutlich nur unsere Erde Leben beherbergt. Trotzdem ist natürlich die Forschung noch lange nicht am Ende. Wir haben erst begonnen. So gibt es auch Pläne, den Planeten Merkur zu besuchen, und zwar auch wieder mit Hilfe dieser Gravitationsunterstützung. Man will ein Schiff hinüberschicken an der Venus vorbei bis herüber zum Merkur. Und was das für Leistungen sind, das wollen wir uns noch einmal ansehen mit jenem Vergleich, den ich Ihnen zu Beginn gebracht habe. Und da haben wir nochmal unsere Sonne, unsere einfache Küchenlampe, und im gleichen Verhältnis hatten wir ja die Planeten hier aufgebaut. Da kam ja zunächst der Merkur in einer Entfernung von ungefähr 4 Metern. Diese winzige kleine Perle, die wollen wir also dann auch aufsuchen. Dann kam die Venus, unser Nachbarplanet, über den wir ja eben jetzt ausführlich gesprochen haben. Etwa so groß wie die Erde, in einer Entfernung von 7 Metern. Und dann drüben unsere eigene Erde mit dem Monde in einer Entfernung von etwa 11 Metern in diesem Modell. Und von hier aus starten wir unsere Raumschiffe, um diese anderen winzigen Perlchen in dieser riesigen Entfernung zu besuchen. Und da draußen, der letzte Planet, den wir aufbauen konnten, weil unser Studio einfach nicht groß genug war, das war der Mars. Und jetzt bedenken Sie einmal, was das für eine raumnavigatorische Leistung ist. Von dieser winzigen Perle, die dort mitten im Studio schwebt, ein Raumschiff herüberzuschicken, das hier den Mars dann umkreist, um ein Schiff auf ihm absetzen zu können, oder auch, dass es so dahinter vorbeifliegt, dass das Schiff verdeckt wird von dieser winzigen Perle, wenn man es von der Erde aus beobachtet. Das sind wirklich großartige Leistungen, die unsere Ingenieure auf die Beine gestellt haben. Und damit können wir in der Tat das Planetensystem erforschen. Ich bedanke mich sehr herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.